Recht herzlich willkommen zur 275. Folge von City Skylines. Ja, wie ihr an der Stimme schon erkennt, ich bin mal wieder angeschlagen. Ja, tut mir leid, aber ich werde die Folge wahrscheinlich etwas kürzer gestalten, damit ich dann wieder in das warme Bett kann, um mich zu schonen. Ganz kurz hier nur mal rein, ein bisschen Ablenkung muss ja auch sein, ne? Das kann da, genauso wie das, das auch. Und wer ist da hinten? Zweier sind's. Der auch. Alles ist gut. Hier ist noch einer. Also zwischendurch werde ich gleich mal so richtig reinhusten. Hoffe, dass ich das vielleicht hinkriege, dass ich das rausschneide oder jetzt gluckern. Dann habe ich gerade einen Schluck getrunken, damit ich nicht huste. Ja, das sieht alles gut aus, oder? Ne, da ist noch einer. Die kann auch noch leer gemacht werden. Gut. So weit, so schön. Wir waren im Straßenverkehr beschäftigt, ne? Da sollten wir vielleicht mal in unser neues Feature reingucken. Allerdings gucke ich erstmal hier rein. Und da haben wir hier schon ein bisschen was Rotes. Allerdings finde ich das jetzt nicht schlimm. Das auch nicht. Hier ist auch alles okay. Hier staut sich's. Aber das ist wahrscheinlich nicht änderbar, ne? Oder? Was sind da für Kreuzungen, ist die Frage. Ampeln setzen. Habe ich hier zweimal gedrückt? Achso, ich muss erst dahin, um dann eine Ampel zu setzen. Oder muss ich jetzt so? So, jetzt kann ich eine Ampel setzen. Ah, jetzt ist er auch schon da. Ich habe... ja. Oder? Ist das jetzt geschickt oder nicht? So, jetzt ist eine Ampel da. So, jetzt ist zu überlegen. Das hier ist eine Einbahnstraße, ne? Die wollen gleich wieder links. Okay. Vielleicht macht hier eine Ampel Sinn. Manuelle Ampel. Wie kann ich denn eine manuelle Ampel gestalten? Okay. Counter. Ich mache hier vor allem grün. Das ist cool, weil die fahren dann. Die haben ganz lange rot. Und dann können die ja auch grün haben eigentlich, oder? Ja. Wie verstehe ich die Ampel? Das ist die Frage, dann rot? Dann rot, dann grün, dann grün. Speichert er das jetzt? Auto. Ach, ist auf Auto. Ne, da müsste die jetzt auch grün sein, ne? Auto. Change Mode. Ah, noch cooler. Okay, dann bedeutet das erstmal, dass wir alle Ampeln so machen. Und ich weiß aber nicht, wie der das speichert. Das ist jetzt die schwierige Frage. Die werden jetzt grün, die kriegen rot, die kriegen alle rot. So, und hier gibt's nur einen Linksabbieger dann. Und da ist ein Rechtsabbieger. Aber das funktioniert doch hier doof, weil Rechtsabbieger und so, ne? Gefällt mir nicht. Machen wir wieder weg. Ach, da kann man noch mehrere Mode. Alles klar. Entschuldigung. Also wenn hier
Ne, die machen wir jetzt gerade rot. Lass den fahren. Die müssen da erstmal raus. Die können definitiv einen Mode haben für links, rechts und geradeaus, ne? Also das funktioniert ja nur so dann. Links, geradeaus und rechts. Gut. Dann mach den mal rot, dann mach den grün. Dann können die alle erstmal fahren. Wenn ich das jetzt so stehen lasse, was passiert dann? Geht hier nicht weiter, weil da unten Stau ist. Okay. Ich glaube, wir müssen nochmal in diesen Mode rein, hier an diese Ampel. Jetzt ist erstmal alles rot. Wir machen hier grün. Lassen das 20 Sekunden lang grün. Dann schalten wir das wieder um. So, dann kriegt der grün. Dann kriegen die grün. Die kriegen rot. Die kriegen rot, die kriegen grün. Auch 20 Sekunden jetzt. Oder 15 reichen vielleicht. 15 reichen und dann ist das hier durch. So, jetzt müssen wir gucken, wie er umschaltet. Okay, er hat da auf jeden Fall umgeschaltet, die da oben fahren jetzt. Okay, hier sind schon welche weg, aber die fahren jetzt. Die sollten jetzt 20 Sekunden, und die fahren keine 20 Sekunden, oder? Das hat er nicht gespeichert. Hätte ich nur irgendeinen Knopf drücken müssen zum Speichern. Jetzt haben wir auf jeden Fall die grünen. Hier kommt der erste von dieser Seite mal. Jetzt fahren die. Auf jeden Fall fahren alle einzeln. Also die und die fahren einzeln, sagen wir es mal so. Jetzt sind die dran. Jetzt waren die dran und die dran. Okay, das würde jetzt noch Sinn ergeben. Aber hier stauen sie sich bis da hinten zurück. Das gefällt mir nicht. Das gestaltet sich schwierig und das ist ja noch schlimmer hier. Och, guck mal, das funktioniert gar nicht, oder wie? Das ist schwierig. Aber Gebäude leert sich, passt ja schon. Da müssen wir nochmal dran. Coolsten wäre natürlich, wenn man hier so einen Rechtsabbieger machen könnte, beziehungsweise wir können doch hier eine Straße bauen. Macht doch vielleicht Sinn, oder? Wieso geht das nicht? Wegen dem Windrad, du glaubst es nicht, oder? Dann muss das Windrad weg. Hier muss auf jeden Fall eine Straße durch. So.
Moment, das wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Ja, jetzt fährt der erste da geradeaus. Die anderen haben es noch nicht gemerkt, dass man auch hier lang fahren kann. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Das war ja mit diesem Zeichen hier auch machbar. Ne, da brauchen wir nichts machen. Das kann so bleiben. Wichtig wäre, dass die da oben jetzt verstehen, dass sie auch da lang können. Die haben da Stopp, die haben Vorfahrt. Hier ist eine Ampel. Ja, die haben wir jetzt gesetzt. Die sich momentan aber so gestaltet, dass ich sage, boah, warum fahren die hier nicht durch, ne? Das ist komisch. So geht's, oder? Die können nur links abbiegen da, okay. Wir dürfen auch geradeaus machen. Und hier dürfen sie auch da lang fahren. So ist nicht. Und nicht noch da. Aber es kommt jetzt gerade keiner von hier, weil die nicht wissen, wo sie lang fahren sollen. Was ist denn hier unten drunter für rotes Zeug hier liegend? Ach, das sind zwei Bäume, die verwelkt sind. Okay. Wenn die von hier hinten kommen, ne? Dann kommen die doch sowieso von der Müllhalde. Dann kriegen die hier jetzt nur noch eine gerade Ausspur. So, die dürfen nur noch geradeaus fahren. Und dann haben wir das schon geklärt, oder? Und dann geht's doch jetzt besser, oder nicht? Kurz einen Hieb genommen, damit der Husten nicht da ist. So, jetzt fahren die alle da lang. Ist das jetzt besser? Das ist die Frage, ne? Ich denke schon, weil dieser Stau hört ja jetzt auf, oder? So, sorry nochmal. Also hier müssen wir nochmal an die Ampel, aber ich glaube, das machen wir dann auch in der nächsten Folge erst, dass wir das nochmal optimieren, wenn die Wagen da weg sind. Jetzt wissen wir nämlich nicht so genau, wie es wirklich ist, ne? Das müssen wir mal schauen. Okay. Dann sag ich mal, machen wir hier erst Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer ich das nächste Video hochlade. Und ja, wenn euch Kommentare einfallen, dann schreibt sie rein. Ich werde zusehen, dass ich sie beantworte und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.